Moin! Herzlich willkommen bei Grill Vegan Ostsee. Ich bin Andreas, das ist Mika. Heute machen wir für euch eine super leckere Barbecue-Soße. Wie die geht, was wir dafür für Zutaten brauchen, das seht ihr natürlich in diesem Video. Bleibt dran! Wir haben schon mal in einem Topf Olivenöl erhitzt. Jetzt fangen wir damit an, schon mal die Zwiebeln anzudünsten. Zusammen mit dem Knoblauch. Wie gesagt, das dünsten wir jetzt einfach mal ein bisschen an. Dann beträufeln wir die Zwiebeln und den Knoblauch noch mit diesem Ahornsirup. Noch einmal kurz umrühren das Ganze. Lass uns ein bisschen köcheln. So, zu den Zwiebeln kommt jetzt einmal unser Apfelsaft. Der Johannisbeernektar. Die Worcestersoße oder Boostersoße, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Sojasoße. Balsamico-Essig. Die genauen Mengenangaben packen wir euch in die Videobeschreibung, da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen. Dann haben wir hier vorher schon mal eine Gewürzmischung hergestellt in einem Mörser. Dort ist Senfsaat drin, schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel und Thymian. Das kommt dort auch mit hinzu. Und Ketchup darf natürlich nicht fehlen. Für die Schärfe noch ein bisschen Paprika rosenscharf. Einen guten Teelöffel. Paprika edelsüß, auch einen guten Teelöffel könnt ihr da reintun. Wer das Ganze noch ein bisschen rauchiger haben möchte, der kann dann auch geräucherte Paprika noch nehmen, einen halben Teelöffel oder Liquid Smoke, ein paar Tropfen. Dann habt ihr dann schönen rauchigen Geschmack auch noch mit bei. Das Ganze rühren wir jetzt einmal um und lassen das einmal aufkochen. So, nachdem das Ganze jetzt einmal aufgekocht ist, reduzieren wir einmal die Hitze. Und das Ganze lassen wir dann einmal einreduzieren, bis wir eine schöne, sämige Soße haben. Die Soße ist jetzt soweit eingekocht. Die Konsistenz ist hervorragend, wie ich finde. Schön sämig, dickflüssig, so soll so eine Soße sein. Die Soße könnt ihr jetzt bedenkenlos einmal umfüllen in Vorratsgläser und in den Kühlschrank deponieren. Hält sich mehrere Wochen, aber ich schwöre es euch, so lange wird sie nicht überleben. Unentbehrlich auf jeder Grillfeier. Das war's für heute mit unserer Must-Have-Barbecue-Soße. Falls ihr auch bestimmte Soßen zum Grillen habt, die ihr wirklich sehr, sehr bevorzugt, was eure Lieblingssoßen sind, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein freundliches Kommentar. Und wenn ihr in der Zukunft nichts mehr von uns verpassen möchtet, abonniert unseren Kanal. Das könnt ihr jetzt einmal hier unten rechts machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Grillvegan Ostsee, wenn's schmecken soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.